stehe hier vor der Albert-Schulz-Halle, in der die Vienna Capitals ihr erstes offizielle Training der Saison absolvieren. Die Fans können sich auf viele neue Gesichter in der Mannschaft freuen. Sehen wir mal, wie gut die Stimmung drinnen ist. Vor den Augen von knapp 1000 Capitals-Fans absolvierten die Spieler das erste offizielle Training. Unter der Leitung von Head Coach Tom Pokel schwitzten die Cracks bei knapp 30 Grad Außentemperatur. Auch die Fans gehen mit großen Erwartungen in die neue Saison. Ja, ich würde mir wünschen, dass nach 10 Jahren wieder mal den Meistertitel nach Wien holen. Und ja, meine Tochter genauso, die wünscht sich halt auch, dass sie Meister werden. Aber das jedes Jahr halt. Und sie ist auch eifriger Caps-Fan und sie feuert auch immer an, was das Zeug hält. Erwartet intensiv gingen die Cracks bereits am ersten Tag zur Sache. Zweikämpfe und rasante Action vor dem Tor gab es zu bewundern. Eine Trainingseinheit und Eigenwerbung der Vienna Capitals im Hochsommer. Wir haben die Stimme nach dem Training für euch eingefangen. Vorfreude war ziemlich groß. Ich glaube, man zählt die Tage dann schon im Juli, wann geht es endlich los, wann können wir endlich aufs Eis. Und es ist irgendwie erlösend, wenn die ganze Mannschaft da ist und es losgeht. Also ja, schöner Tag heute. I would say, to be honest, it was pretty hard, you know, first day back on the ice, you know, even if you train in the summer, you know, it's not the same. And but I thought first practice this morning was a tougher one, and I felt better in the afternoon, but now the first day is over now, and we can start tomorrow again. Yeah, schön und anstrengend. es ist immer super, wenn man nach dem Sommer wieder mit der Mannschaft auf Eis gehen kann. Aber die ersten paar Mal sind dann halt doch viel anstrengender, wenn man sich wieder an alles gewöhnen muss. Aber Spaß macht es auf jeden Fall. Ja, es ist immer wieder eine große Freude, sage ich mal. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir vorige Woche einmal ein paar Mal so ein bisschen locker auslaufen waren. Aber es ist dann trotzdem immer, man glaubt, vier Monate ist nicht lang, aber es ist dann immer ein großes Erwachen am Anfang, die ersten 10 Minuten, weil das mit dem Eislaufen, mit der Koordination nicht so funktioniert. Jeder hat seine Stärken, glaube ich. Und ich bin schon gespannt und freue mich auf das erste Match in Bled und auf die Saison. Am 21. August ist ja das erste Heimspiel gegen Färjestad. Was können sich die Fans erwarten? Ja, dass wir gut auftreten werden. Übrigens, das ist der Patrick Peter. Patrick Peter, kommen Sie her, bitte. Das ist gerade frisch aus dem Bundesheer gekommen. Jawohl. Top in Shape. Das ist immer wieder ein bisschen ernster. Ja, wir freuen uns. Die European Trophy ist, glaube ich, für jeden Spieler sehr interessant. Jeder spielt, glaube ich, lieber als zu trainieren. Man spielt gegen wirklich Weltklasse-Teams, die Top-Teams in Europa. Eben auch gegen Färjestad, wie eben am 21., glaube ich. Ja, der Tom ist dort auch Coach. Das ist mal alles kein Geheimnis. Es wird sicher eine gute Partie werden. Das war's beim ersten Training der Vienna Capitals. Wie sie sich wohl beim ersten Heimspiel schlagen werden, das erfahren wir am 21. August gegen Färjestad. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.